Können wir bitte einmal darüber reden, wie crazy underrated schwarz der erste Teil vom Dunklen Turmzyklus eigentlich ist? Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim. Ich lade auf diesem Kanal hier Buchvorstellungen und sämtliches rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem Video. Ich habe ja für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die Dunkle Turm-Reihe mittlerweile schon durchgelesen. Ich bin vor ein paar Wochen mit dem letzten Teil fertig geworden und habe im Anschluss direkt den ersten Teil nochmal gelesen, was, glaube ich, jeder, der das Ende vom Dunklen Turm schon gelesen hat, verstehen kann. Es hat aber auch den Grund, dass Schwarz bei mir schon so extrem lange her ist, und zwar nochmal deutlich länger als der zweite Teil. Dazwischen liegen 2 Jahre. Also dieser Teil hier war im Sommer 2019 und der erste im Sommer 2021 war dann Teil 2. Dementsprechend habe ich hier auch einfach sehr, sehr wenig Erinnerungen dran und habe deswegen das Bedürfnis gehabt, das einfach nochmal aufzufrischen. Auch wenn ich in Erinnerung habe, dass ich damals dem ersten Teil mit sehr gemischten Gefühlen gegenüberstand. Und das hing halt vor allem damit zusammen, also ich weiß auch schon noch sehr genau, dass ich direkt nach Beenden des Buches gesagt habe, ja, ich werde die Reihe schon noch weiterlesen. Also ich fand das Buch jetzt nicht irgendwie schlecht, so dass ich gesagt hätte, nee, die Reihe ist nichts für mich. Ich habe schon gesagt, ich werde das lesen. Aber ich war auch sehr frustriert davon, dass man so wenig erfährt. Und das hat mich so dastehen lassen, als wäre ich irgendwie ein bisschen doof, weil ich Dinge nicht verstehe, die man aber verstehen sollte. Und deswegen, das war so ein bisschen dieses ungute Gefühl, das ich hatte, neben den eigentlich guten Gefühlen, weil das eben gerade so eine nicht krass reizüberflutete Welt ist oder so, gerade weil man nicht so viel erfährt, gerade weil es so mystisch und geheimnisvoll ist, weil man da nur diesen Mann in Schwarz hat, der irgendwie diesen Revolvermann hinter sich herlockt, der ihn verfolgt und irgendwie, ja, mit dem man schon irgendwie irgendwo mag, aber eigentlich auch noch gar nicht genug über ihn weiß, um ihm sagen zu können, ob man ihn mag oder nicht mag. Und gleichzeitig ist er halt auch irgendwie voll der brutale Typ und schießt erstmal ein ganzes Dorf zusammen und sowas. Und einfach krass Maniac auf dieser Suche nach dem dunklen Turm, über den man ja erstmal gar nicht so viel erfährt. Das waren so damals meine Empfindungen, über denen halt drüber stand dieses. Irgendwie ist da auch diese Frustration. Und ich glaube, deswegen ist der Turm dann bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe schon gesagt, ich werde den weiterlesen, aber ich war jetzt auch nicht ultra hyped, sodass ich sofort weitergelesen habe. Und so mit der Zeit sind dann halt die guten Dinge eher ins Vergessenheit geraten und die schlechten sind da geblieben, wie das halt dann immer so ist. Und es hat mich halt echt 2 Jahre Zeit und sehr viele Leute gebraucht, die mir gesagt haben, lies auf jeden Fall weiter. Bis ich dann tatsächlich weitergelesen habe. Und dann kam 3, der zweite Band, den ich so krass abgefeiert habe. Und seitdem erst habe ich den Dunklen Turm wirklich weitergelesen. Aber jetzt bleibe ich trotzdem erstmal beim ersten Teil und wie ich ihn heute wahrgenommen habe. Ich kann gar nicht sagen, wie krass anders meine Gefühle heute dazu sind. Zumindest zu dem, wie ich den ersten Teil in Erinnerung habe. Kann ja sein, dass ich ihn viel besser erlebt habe damals, als ich ihn jetzt noch in Erinnerung habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte den ersten Teil noch gar nicht selber besessen, damals aus der Bücherei ausgeliehen und jetzt, nachdem ich die Reihe beendet habe, wollte ich den nur allein der Vollständigkeit halber mir noch kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, als er hier ankam, ja, ich will den schon noch mal irgendwie lesen, aber halt nicht lesen, sondern als Hörbuch hören, weil ich lese nicht so gerne Geschichten, die ich schon kenne, irgendwie noch mal neu. Da höre ich sie lieber nebenbei noch mal als Hörbuch. Dann habe ich die ersten Seiten aufgeschlagen und irgendwie noch so, habe so gestöbert, nur so den ersten Satz noch mal gelesen und plötzlich habe ich die ersten 30 Seiten gelesen und habe dann aufgrund dessen, dass das ja eigentlich so ein dünnes Buch ist mit gerade mal 300 Seiten und auch sehr wenig Text pro Seite, weil die Schrift so groß ist. Aufgrund dessen habe ich halt beschlossen, ich lese jetzt das Buch einfach nochmal durch und habe es tatsächlich in 3 oder 4 Tagen auch durchgelesen, Arbeitstagen dazu gesagt. Und ich war von Seite 1, von Satz 1, der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm, an war ich gefesselt. Und das ist so krass, weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwie älter bin oder
mehr Erfahrung habe oder so, irgendwas sich bei mir geändert hat am Geschmack oder so, oder einfach daran, dass ich die weitere Geschichte nun schon kenne und sie nochmal jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel erfahren kann. Aber ich habe den so, so spannend, also nicht unbedingt spannend, aber ich habe ihn einfach genossen. Ich habe ihn so krass gut empfunden und habe es einfach so gefeiert, diese Atmosphäre, diese Stimmung, dieser, wie ich das vorhin schon auch angedeutet habe, aber nochmal so viel extremer und intensiver mit dieser leeren Welt, dieser sterbenden Welt und so viel Foreshadowing doch schon. Also ich muss sagen, dafür, dass ich damals das so wahrgenommen habe, als würde man quasi nichts erfahren, erfährt man ja schon relativ viel. Also schon allein, dass so viele Flashbacks in die Vergangenheit sind zu Cord, dem Lehrmeister von Roland und seinen Mitstreitern hier, Elaine und Cuthbert, über die erfährt, also man sieht sehr viele Szenen mit denen zusammen und die Ausbildung und das wusste ich alles gar nicht mehr. Oder auch mit Martin und seiner Mutter quasi oder dem scharlachroten König, der wurde kurz erwähnt und auch irgendwie schon, soweit ich mich jetzt erinnere, dass der Mann in Schwarz irgendwie so ein Bediensteter vom scharlachroten König ist, also so rangmäßig ein bisschen noch unter dem steht und so. Und das Krasseste, was ich nicht mehr wusste, dass man schon ein bisschen was auch über den Turm erfährt. Dass da tatsächlich steht, der dunkle Turm ist der Brennpunkt aller Zeiten und aller Welten so. Und das wusste ich wirklich nicht mehr, dass man so einen Hint schon erfahren hat. Ich dachte immer, man erfährt halt gar nichts über den Turm. Nur, dass halt der da ist und Roland ihn will. So. Aber dass man so dieses kleine, aber doch irgendwie feine Detail über den Turm schon erfährt, wusste ich echt nicht mehr. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht eine Änderung ist. Auf der Rückseite von diesem Band steht nämlich drauf, vom Autor vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe. Und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht und ich habe gegoogelt und festgestellt, dass Stephen King scheinbar nach Beendigung des siebten Bandes 2004 den ersten eben nochmal überarbeitet und erweitert hat, um das Ganze kontinuierlicher zu machen, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen Foreshadowing zu geben, dass das alles noch ein bisschen besser zusammenpasst. Ich habe leider nicht herausgefunden, was genau die Änderungen waren. Vielleicht weiß da jemand von euch irgendwie mehr Bescheid, der sicher weiß, dass er damals die alte Ausgabe gelesen hat und kann mir sagen, ob diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, hier mit der Vergangenheit Cord, Elaine Cuthbert und Rolands Mutter und Martin und dem scharlachroten König und eben dem Turm selbst, ob das alles Änderungen sind oder ob das schon damals da drin stand und ich es nur einfach vergessen habe oder damals als noch nicht so relevant wahrgenommen habe, weil ich noch nicht so viel darüber wusste, wie jetzt eben heute. Weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich muss ich eigentlich sagen, ich glaube, dass meine Ausgabe damals auch schon die neuere Ausgabe war. Es macht einfach Sinn, weil ich habe das ja auch schon 15 Jahre nach Band 7, als der rauskam, gelesen, 2019, da ist schon sehr viel Zeit dazwischen gewesen und eher unwahrscheinlich, dass ich da eine ältere Ausgabe erwischt habe. Zumal ich mich auch erinnern kann, dass dieses Buch aus der Bücherei, was ich damals hatte, vorne das Cover vom Film drauf hatte. Das war also eine Ausgabe zum Film sozusagen. Und dann ist es ja wirklich nochmal unwahrscheinlicher, dass das eine alte Ausgabe war, wenn es schon eine überarbeitete gibt, die schon seit 15 Jahren existiert. Also vermutlich habe ich diese Dinge einfach nur vergessen oder damals einfach noch nicht so wahrgenommen. Tatsache ist also, ich fand dieses Buch jetzt heute im Reread deutlich besser als damals beim ersten Mal. Und jetzt? Was mache ich jetzt daraus? Das Krasseste ist ja einfach am Schluss passiert. Ich muss ja sagen, dass ich Band 7 beendet habe und gesagt habe, ja, krasse Reihe, hat mir echt gefallen. Aber jetzt ist auch vielleicht erstmal Schluss und ich bin erstmal froh, dass es zu Ende ist, weil das war eine super intensive Reihe und eine super intensive Reise und es hat echt Spaß gemacht, aber es war halt auch anstrengend und anspruchsvoll und jetzt bin ich erstmal froh, fertig zu sein. Und jetzt nach Band 1 war ich erstmal super hyped weiterzulesen. So viel mehr hyped, als ich damals war. Und ich habe wirklich gedacht, krass, ich will nochmal die ganze Reihe durchlesen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, das kann mir beim zweiten Mal lesen nochmal viel mehr Infos geben und viel mehr Empfindungen wachrufen bei mir als beim ersten Mal, so wie es halt jetzt der erste Teil gemacht hat. Aber ich kann auch schon mal sagen, ich werde jetzt nicht direkt den ganzen Turm nochmal lesen und auch nicht die Hörbücher hören. Aber ich kann sagen, dass ich zum Beispiel auf Band 2, also 3, deutlich weniger jetzt Lust habe, den nochmal zu lesen, als zum Beispiel auf Band 4.
Band 2 habe ich ja schon als richtig gut empfunden damals. Der war richtig geil. Das heißt, da habe ich gar nicht das Bedürfnis, nochmal zu lesen, weil ist ja schon gut. Aber Band 4 zum Beispiel, da könnte vielleicht was Ähnliches passieren wie bei Band 1 jetzt. Band 1 fand ich beim ersten Mal okay, aber noch nicht so krass. Und beim zweiten Mal fand ich ihn krass. Band 4 fand ich beim ersten Mal irgendwie echt langweilig. Also, mich hat diese Story nicht interessiert, weil ich eigentlich ultra hyped war, weiter auf der Suche nach dem dunklen Turm zu sein. Und deswegen habe ich vielleicht die Wichtigkeit oder die Bedeutung des vierten Teils Glas, dieser Backstory von Roland, nicht so zu schätzen gewusst, weil ich unbedingt eher weiter erfahren wollte über die Reise nach dem Turm. Und jetzt war ich aber schon am Ende vom dunklen Turm. Und wenn ich so andere Reden höre, wie sie erzählen, wie toll der vierte Band war und wie schön diese Liebesgeschichte ist und wie wichtig es ist und toll zu erfahren, wie Roland eigentlich zu diesem Typ geworden ist, der er jetzt heute ist, dann weckt es bei mir eine unglaubliche Lust, dem vierten Teil nochmal eine neue Chance zu geben, mich vielleicht ein bisschen mit ihm zu versöhnen. Vielleicht wird er bei mir nicht dieses der beste Teil der Reihe, wie es bei anderen ist, aber ich glaube schon, dass ich mich jetzt mehr auf diese Backstory fokussieren könnte. Und da glaube ich, dass es das sich lohnen würde, den einfach nochmal zu lesen oder zu hören. Nicht unmittelbar jetzt, aber irgendwann. Weil jetzt habe ich erstmal ganz viel anderes zu lesen, was ich noch nicht kenne. Wie zum Beispiel Feuerkind, Kyujo und das Institut. Das hier ist so mein Stapel der Schande von Büchern, die ich irgendwie schon mal angefangen habe, aber wieder aufgehört habe. Darunter eben auch diese drei Bücher von Stephen King, die ich aber nicht deswegen aufgehört habe, weil ich beschlossen habe, dass sie mir nicht gefallen, sondern weil gerade dann doch irgendwie bei mir ein Hype auf was anderes war, was ich jetzt dringender lesen wollte und das dann nicht mehr aushalten konnte, dieses andere Buch noch schnell fertig zu lesen. Aber ich habe bei allen irgendwie gesagt, ich will damit noch nicht abschließen. Ich will dem schon nochmal eine Chance geben, das weiterzulesen. Und das wird jetzt demnächst anstehen, denn ich kann es nur immer wieder aufs Neue sagen, der dunkle Turm eignet sich so gut dafür, den Drang auf das gesamte Stephen King-Universum zu erhöhen, sozusagen. Und das hat es bei mir so erreicht. Ich bin gerade so ultra hyped, auf dieses ganze King-Universum weiterzulesen, weil ich habe schon so viel gelesen. Ich habe schon 30 Bücher von ihm gelesen, knapp. Aber das ist einfach noch nicht mal die Hälfte. Hat ja, glaube ich, knapp 70 Bücher geschrieben. Ich habe also noch so viel vor mir und ich glaube, da sind auch noch so viele Perlen dabei. Deswegen bin ich da gerade echt dabei. Aktuell lese ich zum Beispiel Schlaflos, Insomnia, was ja auch mit dem dunklen Turm verbunden sein soll. Ich bin noch relativ am Anfang, aber ich finde es schon gut. Dann will ich noch Das Haus in Schwarz lesen, wo ja auch es heißt, dass das mit dem dunklen Turm verwandt ist. Aber da habe ich auch noch eine Frage an euch. Und zwar, habe ich das richtig verstanden, dass das quasi der zweite Teil ist von einem anderen Buch, was Stephen King schon mal mit Peter Straub zusammengeschrieben hat? Und wenn ja, baut das aufeinander auf? Also sollte ich den ersten Teil nochmal vorher lesen oder kann man das auch unabhängig vom ersten Teil lesen sozusagen? Das würde mich noch interessieren. Schreibt mir mal das bitte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wenn du auch Stephen King-Fan bist und mir gerne dabei zuhörst, wie ich über Stephen King rede, dann solltest du auf jeden Fall jetzt mal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann wirst du nichts davon verpassen, was in nächster Zeit kommt. Und ja, jetzt war es das erstmal für heute. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.